Hallo, in der Not Gott erleben. Wir lesen Hesekiel 6, Vers 14, da im zweiten Teil. Und sie sollen erfahren, erleben, dass ich der Herr bin. Die Situation war, dass Hesekiel ja doch sehr deutlich gemacht hat, dass das Volk in eine völlig falsche Richtung geht und dass das letztendlich sehr viele negative Konsequenzen haben wird. Und dass sehr viel Leid und sehr viel schwierige Situationen kommen werden. Und nun könnte man sagen, ja gut, sie waren ja auch selber dran schuld, haben ja auch viel Mist gemacht und so weiter. Aber wir wissen ja auch in anderen Situationen, manchmal trifft ein durchaus sehr viel Schwieriges und Negatives, obwohl man gar nichts falsch gemacht hat. Die Jünger sind in Todesangst, weil Jesus gesagt hat, komm, wir fahren über den See. Und mitten auf dem See ist ein fürchterlicher Sturm. Jesus schläft, die Jünger schreien und kämpfen um Hilfe. Und dann kommt der Vorwurf an Gott, kümmert es dich gar nicht, dass wir umkommen. Aber was demonstriert dann Jesus? Er stillt diesen Sturm und er macht ihn deutlich, ihr Lieben, was ist eigentlich los mit eurem Vertrauen, mit eurem Glauben? Nun, auch wenn wir selbst verschuldet in Situationen kommen, voller Not, oder ob wir nun keine Schuld haben, eines zeigt uns die Bibel. Wir sollen unsere Sorgen, unsere Not zu ihm bringen. Und sicherlich, manchmal kommt es uns vor, es ist zu spät. Die Jünger sagen, kümmert sich nicht, dass wir umkommen. In anderer Stelle kommt der Vorwurf von Jesus, ja, du brauchst jetzt ja nicht mehr kommen, denn es ist ja schon vorbei. Das Kind ist tot und so weiter. Die Bibel zeigt uns hier schon im Hesekiel, im Alten Testament, dass inmitten der Gerichtsbotschaft Gott aber ein Ausrufezeichen setzt, ein Signal der Hoffnung. Sie sollen aber erkennen, dass ich der Herr bin. Inmitten des Sturmes der Jünger sollten sie erkennen, dass Jesus Christus der Herr ist. Und das wünsche ich uns in unserem Leben, dass wir, wo auch immer wir herausgefordert sind, wo auch immer wir in der Not stecken, wo auch immer wir keine Hoffnung mehr haben, dass wir diesen Vers heute ganz neu, ganz tief in unser Herz hineinlassen. Nämlich, du sollst erkennen, dass Gott immer noch der Herr ist, dass Gott immer noch imstande ist zu handeln, dass Gott immer noch der Souveräne ist, dass dein Leben immer noch in seiner Hand ist. Und selbst, wenn die Not letztendlich, wie sagt man, empfangen ist, wenn wir sagen, okay, jetzt ist alles vorbei, aber dass wir eines wissen, Gott ist immer noch da. Gott trägt immer noch, Gott führt immer noch und Gott kann aus Negativen immer noch etwas Positives oder etwas Gutes hervorbringen. Ich weiß, dass das für viele und gerade in der Not fast unbegreiflich ist oder man mag das gar nicht unbedingt hören. Aber ich selber habe in meinem Leben erfahren dürfen an vielen Stellen, wie aus vermeintlich negativen Dingen über die Zeit Gott immer noch imstande war, gute Dinge hervorzubringen. Und in dieser Weise, lasst uns ihm doch vertrauen, in diesem Wort, du sollst erfahren, dass Gott immer noch der Herr ist. Gott segne euch von Herzen und wir sehen uns gerne wieder.